mit der Zeit jetzt zu Protokoll gegeben. Diese Kanzlerin hat hier dieses Gefühl, konnte man zwischenzeitlich ganz kurz gewinnen, auch etwas an einer gewissen Selbstgewissheit ausgestrahlt. Sie weiß, wofür sie steht. Sie ist hier in diese Auseinandersetzung mit der Hauptstadtpresse sehr gelassen hineingegangen, rund um Prison, hat in ihrem Statement da ausführlich Stellung dazu genommen, hat so etwas wie einen 8-Punkte-Plan hier zu Protokoll gegeben und hat sich dann relativ gelassen und immer mal mit Rückbezügen den Fragen der Hauptstadtpresse gestellt. Unter denen, die zugehört und auch eifrig registriert haben, war Christoph Schwennecke, der ist Chefredakteur beim Cicero und jetzt bei mir. Herr Schwennecke, schön, dass Sie kurz Zeit haben. Wie haben Sie die Kanzlerin erlebt? Ja, Sie haben es ja schon dargestellt, sie war selbstgewiss und selbstsicher. Das ist kein Wunder, es war die 16. Veranstaltung dieser Art, die sie erlebt hat. In den 8 Jahren, zweimal im Jahr, findet diese traditionsreiche Sache statt, dass der Kanzler, die Kanzlerin hier der Bundespressekonferenz Rede und Antwort steht. Gleichwohl war es für meine Begriffe eine Premiere. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo Frau Merkel ganz konkret mit einer spezifischen, zugespitzten Frage so konfrontiert war wie dieses Mal. Das war der Abhörskandal der NSA, der jetzt unter dem Stichwort Prism läuft. Da stellen sich ganz konkret 3 Fragen. Erstens, wie hing dieser große Staubsauger-Abhörskandal Prism mit den Erkenntnissen zusammen, die wir haben über Unterlagen aus der Bundeswehr aus Afghanistan, wo dieser Begriff Prism auch auftaucht. Da gab es sehr verwirrende Aussagen in den letzten Tagen. Zweitens, wie stark sind deutsche Bürger davon betroffen? Und drittens, inwieweit wurde deutsches Recht verletzt, als diese Daten gesammelt wurden? Und ich muss sagen, auf all diese Fragen hat Frau Merkel eigentlich nur eine Antwort gegeben. Ich weiß es nicht. Und das ist unbefriedigend und wirkt ein Stück weit auch hilflos. Wahrscheinlich entspricht es der Wahrheit, weil die Amerikaner sehr restriktiv mit Informationen umgehen, auch den Innenminister nicht besonders umfassend informiert haben bei seiner Reise. Aber es bleibt eben stehen. Ich weiß es auch nicht. Sie sprach selber davon. Wir prüfen jetzt, ob das nur die Spitze des Eisbergs ist. Also muss sie weiter mit der vielen Kritik leben, die ihr im Moment und auch im Wahlkampf das Leben etwas schwerer machen wird. Sie wurde ja auch konfrontiert mit der Aussage von NSA-Chef Alexander, der gesagt hat, die Deutschen wissen ja jetzt alles. Das steht ein bisschen sozusagen im Widerspruch dessen, was bisher die kommunikative Linie dieser Bundesregierung ist. In einer Zeitung, für die Sie auch einmal geschrieben haben, in der Süddeutschen Zeitung, ist der Politikstil von Frau Merkel mal zusammengefasst worden unter dem Label die Laborantin der Macht. Also sie als Physikerin, als Naturwissenschaftlerin begreift Politik als Versuchsanordnung. Was war davon, gerade auch im Handling dieser Affäre, heute hier zu spüren? Ja, sie macht keine abschließenden Urteile. Sie sagt, ich schaue mir an, was ich weiß und urteile dann. Sie wurde ja heute auch ganz konkret auf ihre Herkunft oder auf ihre Ausbildung als Physikerin angesprochen, hat dann gesagt, ich habe aber inzwischen den Beruf gewechselt. Ich muss mich jetzt nicht in jedem technischen Detail eines Abhörprogramms auskennen. Interessanterweise hat sich an einer anderen Stelle dann sehr tief in technische Details von Cloud Computing und so eingelassen. Aber sie geht wirklich Schritt für Schritt vor. Das Problem bei der Vorgehensweise hier ist, dass dann immer noch sehr viele Fragen übrig bleiben und nicht mehr sehr viele Tage hin sind bis zur Bundestagswahl. Jetzt kommen wir im Grunde genommen zu dem bilanzierenden Teil. Sie hat das hier nochmal wiederholt, was immer ein gewisses Raunen erzeugt. Die beste Koalition der Nachkriegsgeschichte, aber viele mögen das nicht unterschreiben. Wie glaubwürdig hat sie das hier vertreten? Ja, ich habe mich selber schon mal einmal von ihr da belehren lassen müssen. Sie sagt immer, die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Und da hebt sie eben ab auf die Ergebnisse. Sie kann, das hat sie am Anfang ja auch genüsslich getan, tatsächlich auf ein erfolgreiches Land verweisen. Deutschland steht im Vergleich, gerade im europäischen Vergleich, sehr gut da. Man darf ein bisschen in Frage stellen, ob das nun alles auf die tolle Arbeit der Koalition zurückzuführen ist. Ja, oder auch anderes. Auch die Agenda 2010 dürfte beispielsweise dafür verantwortlich sein. Aber egal, das ist ihre Regierung, es ist ihr Land und sie ist die Bundeskanzlerin. Also nimmt sie das für sich in Anspruch. Und das war schon erstaunlich, wie selbstbewusst sie diesen Begriff, an dem sich viele oft und lange abgearbeitet haben, wieder verwandt hat. Für viele Beobachter in Berlin, aber auch anderswo in Deutschland, ist das Rennen irgendwie schon gelaufen. Ne? Da wird zum Teil das auch in den Zeitungen so formuliert, für die SPD zum Beispiel, für den großen politischen Gegner, wäre es etwa wie 2009 nur schlimmer, hat es zum Beispiel in der FAZ getitelt. Was müsste denn passieren, damit sie aus diesem Gleichgewicht hier noch herausgeschleudert würde? Naja, die ganzen Fragen, die auftauchen im Zusammenhang mit NSA und Prism, haben schon das Format und die Dimension, die ihr gefährlich werden können. Das ist eindeutig. Und zum Zweiten hat sie, glaube ich, einen weiteren Gegner, den sie aber sehr genau im Blick hat. Und das wäre die Selbstgefälligkeit
ihrer eigenen Partei. Sie bei allen Auftritten, die sie hat, auch übrigens im Präsidium und im Bundesvorstand ihrer Partei, mahnt sie am allermeisten, dass sie immer sagt, glaubt bloß nicht, dass das Spiel schon gewonnen ist. Der 22. September ist der Wahltag, da wird abgerechnet. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem sie sehr wachsam ist, darauf zu achten, dass nicht ihr Lager schon das Gefühl hat, das Ding ist eigentlich gelaufen, das können wir gar nicht mehr verlieren. Es war ganz bemerkenswert, in einer relativ frühen Frage in dieser Pressekonferenz sagte sie, also wenn ich denn gewählt würde, und auf eine sehr viel spätere Frage, nach etwa einer Stunde, sagte sie, ich werde in Europa weiter dafür sorgen, dass wir da an der europäischen Strategie weiterarbeiten. Da hat man natürlich schon den Eindruck, sie selber rechnet schon mit einem erneuten Wahlsieg und einem erneuten Mandat der Wähler. Ja, sie hat sehr darauf geachtet, generell immer mit Wäre und Würde zu arbeiten bei diesen Fragen, aber ab und an rutscht dann schon mal ein Indikativ raus, wenn man eine Sachfrage beantwortet. Also das würde ich jetzt nicht als die große Hybris auslegen, dass sie im Prinzip schon damit rechnet, weiter Bundeskanzlerin zu bleiben. Aber natürlich, Sie müssen sich vorstellen, diese Frau regiert jetzt seit 8 Jahren. Ich glaube, sie kann sich auch vorstellen, ab und zu lässt sie den Gedanken zu, auch weiter Bundeskanzlerin zu sein. Für mich, ehrlich gesagt, war der lustigste Satz, dass sie gesagt hat, sie erhole sich bei der Arbeit. Da würde ich ganz gerne noch mal im Detail nachfragen, wie das eigentlich funktioniert. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Sie wird ja demnächst dann auch noch mal wiederkommen. Dann sollten wir auf jeden Fall diese Frage auf die Tagesordnung bringen. Vielleicht in einem letzten ganz, ganz kurzen Satz, wenn man sich umhört dann und sagt, wie geht diese Wahl aus und was werden wir nach dem 22. September erleben, dann kann man auch aus Ihren Reihen hin und wieder hören, irgendwas mit Merkel. Wie sieht Ihre Prognose aus, Herr Schwennecke, abschließend? Ja, also ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Frau Merkel die Bundeskanzlerin bleibt, zumal die meisten der Koalitionsoptionen, die wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht alle durchlogeln müssen, immer sie vorne dabei haben oder die CDU mit dabei haben. Also sie hat mehr Optionen als ihr Herausforderer, zumal die SPD Rot-Rot-Grün kategorisch ausschließt. Und damit ist schon von daher gesehen die Wahrscheinlichkeit groß. Und die Umfragewerte derzeit geben es auch her. Und die FDP ist vielleicht auch ein bisschen früh schon beerdigt worden.